Auf Fußstreife bei stark sommerlichen Temperaturen machen Michael Weber und Moritz Breuer eine beunruhigende Entdeckung. Hallo? Ich geh mal eben rum. Hallo? Die Tür auf ist? Nee. Hallo? Und die ist gar nicht ansprechbar. Nee, der geht's nicht so gut. Nee. Kannst du mich hören? Die ist ganz... Nee. Hallo? Ist abgeschlossen. Hallo, hier ist die Polizei. Du musst keine Angst haben. Du kannst mit mir sprechen, wenn du dazu in der Lage bist. Aber die sieht aber ein bisschen neben der Spur die aus. Die sieht neben der Spur aus, definitiv. Also versuch mal einmal. Hallo, hier ist die Polizei. Da kommt nix. Gucken wir, ob der Kofferraum auf ist. Das ist Kennzeichen? Nein, nix. Pass auf, mach mal ein RTW, ich mach die Scheibe auf. Jetzt ist Gefahr in Verzug. Das Mädchen verliert aufgrund der enormen Hitze im Auto immer wieder das Bewusstsein. Moritz Breuer und Michael Weber sind schockiert. Wer lässt sein Kind bei diesen Temperaturen offenbar über lange Zeit allein im Fahrzeug und riskiert so sein Leben? Wir gehen mal in den Schatten da rein. Ja. So ganz langsam. Nichts zu trinken dabei, gar nichts, ey. Bist du ansprechbar? Hm? Wie heißt du denn, sag mal? Wie heißt du denn? Hm? Haben wir Wasser am Wagen? Ja, da. Ich hol mal eben. Ja. Wie heißt du denn? Hm? Lea heißt du? Hm? Geht's dir nicht gut? Ganz heiß? Nimm mal die Beine nach oben. Hm? Komm her. Hm? Komm her. Ist das okay so? Ja? Hör mal, wo ist denn der Papa? Weißt du nicht? Wie lange bist du denn schon im Auto, Lea? Weißt du auch nicht? Hm? Guck mal, da kommt schon. Hallo. Hallo. Hi. Guck mal, die haben wir hier im Fahrzeug angetroffen. Ich kann nicht sagen, wie lange die schon da drin ist, aber die war nicht mehr ansprechbar. Die ist in der Verfassung jetzt. Also zwischendurch mal Ausfälle. Ja. Okay. Ist aber, war jetzt kurz ansprechbar. Ja. Ich gehe mal davon aus, dehydriert. Ja, wir haben dann versucht, quasi den Halter des Fahrzeugs ausfindig zu machen. Die Person, die dabei rausgekommen ist bei der Kennzeichenabfrage, war nicht an dieser Örtlichkeit wohnhaft. Unabhängig davon muss der Fahrzeughalter ja in irgendeiner Form hier ein Anliegen gehabt haben, sodass ich mich einmal ins Fahrzeug begeben habe, um nach Hinweisen zu suchen. Und im Fahrzeug konnte ich dann dieses Notizheft finden mit einer handschriftlichen Notiz, die quasi einen Namen genannt hat und eine Anschrift, die nicht weit von hier war. Dementsprechend mussten wir einmal nachschauen, ob wir vielleicht dort den Halter finden würden. Zur gleichen Zeit erreichen Marc Westerhofen und Kollege Matthias Köster mit einem Verdächtigen die Wache Köln-Mülheim. Möglicherweise ist den Beamten ein Serientäter ins Netz gegangen. Ja, in den letzten Wochen mehrere Brandanschläge auf PKWs. Und wir konnten jetzt auf den Weg zum Einsatzort eine Person antreffen, die Ruß an den Klamotten Ruß hatte, Kleidung war verschmiert. Wir müssen jetzt erstmal ermitteln, was diese Person mit diesem Vorfall zu tun hat. Sascha Kraus. Okay, Herr Kraus. Ja, erzählen Sie mal von Ihrer Sicht jetzt. Sie wissen schon, wie Sie aussehen, ne? Ja, das wird sicherlich auch gerade ein bisschen komisch aussehen, dass ich so aussehe. Aber ich war nur auf dem Weg, quasi ein schönes Foto zu machen. Ich bin freischaffender Fotograf, arbeite für diverse Zeitungen, bin auch sehr, sehr angesehen. Und ich habe mich spezialisiert, wirklich schöne Naturaufnahmen zu machen. Und da ist eine Morgendämmerung, finde ich schon mal ein ganz schönes Motiv. Plötzlich habe ich aber ein brennendes Auto gesehen. Als Reflex denkt man sich natürlich, was macht man da? Aber da geht man natürlich hin und versucht irgendwie zu helfen. Und ja, da ist das Auto leider explodiert und sie haben mich deswegen so vorgefunden. Mhm. Ja, man hört ja und liest ja auch in den Medien, dass öfter mal brennende Fahrzeuge, es kann natürlich verschiedene Ursachen haben, Demonstrationen, Chaostage, Castortransporte. Und dann nimmt man ganz gerne mal so ein leichtes Ziel, so ein Fahrzeug, setzt das in Brand. Das, ich sag mal, das hat so eine visuelle Wirkung. Allerdings muss ich dabei sagen, es gibt auch viele andere Gründe, die Fahrzeuge eben in Brand zu setzen. Und in unserem Fall hat man einen ganz besonderen Grund. Wir müssen natürlich ein bisschen ermitteln jetzt, ne? Warum Sie da waren, und ich würde gerne Sie auch bei entlasten. Also Sie haben jetzt gerade eben die Angaben gemacht, Sie hätten ein paar schöne Fotos gemacht und hier, was weiß ich, Sonnenaufuntergang, keine Ahnung, Sonnenaufgang hatten Sie irgendwie versucht zu filmen, zu fotografieren. Richtig, die Morgendämmerung eben
optimal mitzunehmen, weil es war ein wunderschönes Wetter. Die Wolken waren genau richtig für ein schönes Motiv. Okay. Und da hat sich das einfach angeboten. Ja, hört sich grundsätzlich toll an, aber dann können Sie mir mit Sicherheit auch irgendwas beweisen. Also wenn Sie ja Fotos schon gemacht haben, dann würde ich ganz gerne mal in der Kamera mal ein bisschen näher begutachten. Ja, das Problem ist... Zeigen Sie mal die Kamera. Ich will erst mal wissen, so ein bisschen... Verstehen Sie, ich will Sie entlasten. Ja. Ne? Mein Job ist nicht nur herauszufinden, halt, was passiert ist, sondern ich will letztendlich halt auch wissen, wenn Ihnen, sag ich mal, irgendwas in die Schuhe geschoben werden müsste, dass ich Sie letztendlich da rausholen kann. Und wenn Sie mir das Gegenteil beweisen, dann sind Sie raus, das Dumme. Ich gucke gerade mal nach jetzt hier, ja, was da so alles so drin ist. Weil Fotograf ist ja eine Sache, da haben Sie eine schöne Kamera hier drin. Oh, das ist aber schon ein ganz schönes Teil hier, ne? So. Da ist ja gar keine Bilder drauf hier, was Sie gesagt haben da. Also sind zumindest keine Morgendämmerungsbilder hier drauf. Haben Sie da jetzt doch keine Fotos gemacht oder keine Speicher eingelegt oder was haben Sie gemacht? Ich wollte ja ein Foto machen, allerdings wurde ich dann eben vom brennenden Auto quasi abgehalten, weil ich natürlich helfen wollte. Ja, Sie sagten mir aber gerade eben, sagten Sie mir erstmal, Sie haben bereits schon Fotos gemacht. So kann ich mich zumindest daran erinnern. Also ich glaub, was stimmt denn jetzt? Da müssen Sie was missverstanden haben. Also zu dem Zeitpunkt habe ich noch kein Foto gemacht. Ich war gerade dabei, aber da ich helfen wollte, bin ich natürlich sofort zu dem brennenden Fahrzeug gestürmt. Mhm. Aber Sie haben so mit brennenden Fahrzeugen, sage ich Ihnen jetzt auch halt mal die Vorgeschichte, wir haben in der Vergangenheit öfter was mit brennenden Fahrzeugen zu tun gehabt. Ne? So, und jetzt haben wir natürlich dann alles versucht zu ermitteln. Und wenn wir jede verdächtige Person irgendwo in der Nähe haben, weil wir wollen natürlich den Übeltäter haben, der diese Dinger da vielleicht in Brand gesetzt haben sollte. Und Sie sind natürlich einer der Verdächtigen. Aber ich kann Ihnen gerade mal was zeigen. Machen Sie auf. Wir haben hier ein paar Bilder. Das ist nämlich aus den letzten vergangenen Brandanschlägen. Sie sind ja Fotografen. Das sind tolle Bilder. Ich zeige Ihnen gerade mal. Qualitativ sehr hochwertig. Autos zerstört, sind zum Glück keine Verletzten dabei gewesen. Aber die Bilder selber, die kennen Sie die vielleicht? Gucken Sie mal gerade. Haben Sie die schon mal gesehen? Also das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass ich letztens in der Tageszeitung ähnliche Bilder gesehen habe, aber... Ansonsten sagt mir das Ganze jetzt nichts. Guten Tag. Guten Tag. Was ist mein Name? Folgendes. Das ist meine Tochter Jana und die hat gestern Abend jemanden gesehen, der ein Auto angesteckt hat. Hat sie dabei beobachtet und sie ist sich sehr sicher, dass sie den auch beschreiben kann und auch wieder erkennen kann. Und ich bin jetzt auf dem Sprung zur Arbeit. Sie ist 16, muss ich jetzt dazu sagen. Deswegen wusste ich nicht mit der Aussage, ob ich das auch unterschreiben muss. Als Erziehungsberechtigter bin ich direkt mitgekommen, habe sie mitgenommen. Ja. Perfekt. Das hört sich alles schon mal sehr gut an. Würden Sie mir gefallen tun, einmal kurz die Zeit opfern und einmal mit mir mitkommen ins Büro? Ja. Prima. Also ich habe das eben auf die Schnelle mitbekommen. Sie haben gesehen, wie jemand ein Fahrzeug angesteckt hatte? Ja, genau. Okay. Also ich kann den auch so ein bisschen beschreiben. Es war dunkel, also ich weiß es nicht ganz genau. Aber der hatte eine graue Jeans an, ein kariertes Hemd und Turnschuhe. Genau. Graue Jeans, kariertes Hemd, Turnschuhe? Ja. Hast du was gefunden? David Kunz, Kropschonstraße. Ah, mit Adresse. Also ihr seid ja noch hier, ne? Mhm. Wir gehen mal kurz hier gucken. Was ist das hier? Was ist das? Ein bisschen lauter oben. Ja. Kunz. Das ist doch eine häusliche Gewalt hier, du. Das ist hier. Ja, wo ist die Klingel? Hör es auf. Komm. Komm auf jeden Fall von oben. Irgendwo. Kann ja nur hier sein. Steht auch noch durch die Scheibe. Guck mal. Personen sehe ich gar nicht. Jetzt muckst du mal, dass ich in Stille hörst. Jetzt hörst du nichts mehr, ne? Nee. Hier ist die Polizei, machen Sie mal die Tür auf! Jetzt kommt jemand? Ja. Machen Sie mal auf! Noch jemand? Tag, die Polizei! Ja? Wir suchen den Herrn Schubert. Der war vorhin hier und hat unsere Tochter abgeholt, aber das ist schon ewig her. Ja, das kann ich jetzt mal gar nicht glauben. Warum? Wer sind Sie? Ich bin Frau Reinhardt, also die Ex-Frau. Ihr Ex-Frau? Also ja. Sie heißen nicht Schubert? Nein. Und Sie sind der neue Freund, Ehemann, Lebensabschlussgefährte? Kunz, richtig. Haben Sie getrunken? Nein. Ich frage mal. Dürfen wir mal kurz reinkommen? Nein. Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Den brauche ich nicht. Ist Gefahrenverzug. Wir suchen den Herrn Schubert. Der muss jetzt hier sein. Sein Auto steht vor der Tür. Wir haben seine Tochter, oder Ihre Tochter, ist ja Ihre gemeinsame Tochter, ne? Die haben wir aus dem Fahrzeug gerade rausgeholt. Ja, aber dann hat er damit zu tun, jetzt mal ganz ehrlich. Geht sie gut? Die ist dehydriert, weil die schon seit 2 Stunden im Fahrzeug sitzt. Und wir haben Streit hier drin gehört.
Ja, und wenn ich mir die Scherben da auf dem Boden ansehe. Wir haben eben gestritten. Das hat sich aber angehört, als ob da mehr. Dürfen wir reinkommen? Nein, auf keinen Fall. Das ist auch aus Friedensbruch. Ja, wir verschaffen uns. Also, das war wirklich ein Streit zwischen uns. Ohne Durchsuchung. Gehen Sie mir auf den Weg. Bauen Sie sich mal nicht so bedrohlich vor uns aus. Ihr kommt einfach in meine Wohnung. Hey, sofort ein bisschen ruhiger. Ich schreie Sie jetzt an, weil Sie mich anschreien. Sie setzen sich jetzt hier. Wir gucken uns jetzt hier um. Hinsetzen. Hören Sie mal, der Kollege hat Ihnen auch gerade gesagt, dass wir eine Person suchen. Wir können nicht ausschließen, dass sich diese Person in Gefahr befindet. Ja. Wenn diese Person ihr Kind allein im Auto zurücklässt. Komm runter. Der liegt da auf dem Boden. Auf dem Bauch. Alles gut. So, rufst du mal einen Sani? Jetzt ist klar, warum der neue Lebensgefährte eine Kontrolle der Wohnung unbedingt verhindern wollte. Doch welche schrecklichen Szenen haben sich hier abgespielt? Andrich? Hey. Hallo. Alles gut? Ganz ruhig, ganz einfach liegen bleiben. Der Kollege kümmert sich um mich. So, und wir unterhalten uns jetzt mal da mal in der Ecke. Was ist hier passiert? Die Kleine war zum Besuchswochenende da und wir sind hingegangen, er hat sie ganz normal abgeholt und dann kam er wieder und ich habe gedacht, die Kleine sitzt bei der dass die Kleine schon weg wäre, dass die Lebensgefährtin mit ist. Aber sie sagen, die war allein und Wer hat ihn denn niedergeschlagen? Ich habe ihn nicht niedergeschlagen. Er ist blöd gestürzt über das Sofa, auf den Tisch aufgekommen. So ein Zufall aber auch, ja. Ich habe die Streiterei noch eben gehört. Das war aber zwischen meinem Freund und mir. Das war nicht. Wenn er wieder zu Bewusstsein kommt, er wird uns mit Sicherheit sagen, was genau passiert ist. Wir können Ihren Ausweis können schon mal raussuchen, dann werde ich mir Ihre Daten schon mal aufschreiben. Und wie sieht's aus? Er redet auf jeden Fall. Er hat nach der Lea gefragt. Meiner Tochter geht's gut. Ja, ja. Und mein Kollege. Geht's gut. Wie ist der Puls? Ja, Puls hat er. Besorgt mal da die Wunde. Wer sind Sie denn? Sind Sie der Herr Schubert? Ja. Okay, da haben wir schon mal immer einen Schritt weiter. Was ist denn passiert? Wir hatten uns gestritten. Wer? Ich und meine Ex-Frau. Okay. Weiter? Es ging darum, weil ich hatte Lea abgeholt. Ich hatte dann blaue Flecken bei ihr am Arm entdeckt. Okay. Und die Lea hatte mir verraten, dass es die Mama gewesen ist. Okay. Und daraufhin bin ich hoch und wollte sie zur Rede stellen. Und im Streit bin ich wohl irgendwie gefallen. Mehr kann ich Ihnen nicht so sagen. Also Sie sind gefallen? Das wissen Sie aber noch. Ich bin gefallen, ja. Aber ansonsten können Sie sich nichts mehr erinnern, dass Sie gefallen sind, wissen Sie noch. Nur gefallen. Dass da einer nachgeholfen hat oder so, können Sie jetzt nicht definitiv sagen. Nee, kann ich nicht. Gut. Der Kollege versorgt Sie. Haben Sie einen Ausweis? Ja. Schauen wir einen Ausweis aus. Ja, aber warum haben Sie ihn hier versteckt? Was sollte das? Ich hatte Panik und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann kam mein Lebensgefährte, der fing an, mit mir zu streiten, weil die Kleine immer so stressig ist und ihn nervt, wenn er hier an der Konsole sitzt. Und ach so, ja gut, dann nervt er natürlich auch. Ja. Da habe ich ja Verständnis dafür. Wenn man spielt, dann gehen Kinder gar nicht. Der Mutter wurde nach diesem Vorfall das Sorgerecht entzogen. Das Mädchen wächst jetzt bei ihrem Vater auf. Auf der Wache wollen die Beamten klären, ob es sich bei dem verdächtigen Fotografen um den Brandstifter handelt. Doch die Zeugin wirkt unsicher und verlässt unter einem Vorwand den Raum. Ich habe gerade ein Telefonat angehört von deiner Zeugin, die du gerade vernimmst. Sinngemäß war das etwa so, sie war ziemlich aufgelöst und sinngemäß ging das etwa so, ich kann das alles nicht, du müsstest hier sitzen. Okay, ich kriege das mal hin. Frau Bosse, nehmen Sie mal bitte kurz hier Platz. Frau Bosse, Ihr Vater ist ja im Moment nicht da und bekommt das hier auch alles jetzt nicht mit. Ja. Sie waren ja gerade auf Toilette. Eine Kollegin war auch gerade da und hat ein Telefonat mitbekommen. Wollen Sie mir dazu mal irgendwas sagen? Ja, also es ist halt so, also mein Vater darf das wirklich nicht wissen. Nein, machen Sie sich keine Gedanken. Sprechen Sie jetzt mal bitte frei raus. Ich werde jetzt nicht zu Ihrem Vater gehen und irgendwas sagen. Aber Sie müssen uns jetzt ein bisschen die Wahrheit sagen. Ja, also es war so, ich habe es nicht gesehen, sondern mein Freund, der Olli, der war bei mir in der Nacht. Und also letzte Nacht. Was Ihr Vater wahrscheinlich nicht weiß? Nein, das weiß er nicht. Und ich habe jetzt gesagt, ich mache die Aussage, aber ich habe es gar nicht gesehen. Und ich will nicht, dass irgendjemand eine Strafe bekommt, der es nicht war. Aber warum hat Ihr Freund denn die Aussage nicht gemacht? Weil, also mein Vater, der darf nicht wissen, dass er bei mir war. Er hat Angst vor Ihrem Vater? Ja. Ja, das macht natürlich. Okay, aber was Sie haben müssen, Sie kommen da nicht drum rum, wir müssen ihn hierher haben. Ja. Also das
ist jetzt eine andere Geschichte, aber wir haben hier einen Straftatbestand oder eventuell sogar mehrere Straftatbestände. Ja. Und wir müssen das aufklären, den Sachverhalt. Mhm. Tun Sie mir bitte mal einen Gefallen, rufen Sie Ihren Freund an. Aber und sagen Sie ihm, er muss. Nicht nein, das, wir sind ja im Polizeirevier, wird schon nichts passieren. Okay. Die 16-Jährige bestellt ihren Freund telefonisch zur Wache. Unterdessen weiß Mark Westerhofen, wie man die Aussage des Fotografen überprüfen kann. Ich habe eine Idee. Ich hab ja Ideen drüben, sind immer gut. Ja, pass auf, ich habe ja drüben den Fotografen. Ne? Und er sagt, er wäre so ein freier Fotograf, arbeitet für diverse Zeitungen, macht Fotos. Und so wie ich weiß, ist in jeder Zeitung irgendwo wo ein Foto drin und da steht ein Name drunter. Quelle. Wer, das wer hat das fotografiert? Lass uns doch mal gerade mal gucken von unseren letzten. Die letzten Autobrennen. Ganz genau. Weil die stimmen ja mit Sicherheit nicht mit der von der Akte überein. Wir haben ja ganz andere Bilder. Aber vielleicht finden wir ja irgendwas. Gucken wir nach. Da wird irgendwas. Da ist doch schon ab. Hier. Ach. Was haben wir denn gerade hier? Autobrenner. Autobrenner. Ein schönes Feld. Sascha Kraus. Weißt du irgendwas? Gucken wir nach, bitte. Ja, da sind da bestimmt noch mehr. Entschuldigung, das ist mein Chef auf der Firma. Kann ich mal eben kurz rausgehen telefonieren? Selbstverständlich, klar, natürlich. Vorsichtig. Aber ist ja schon, ne? Wir haben zwar Bilder, haben wir zwar von dem. Ja, du willst mir doch nicht erzählen, dass er jedes Mal eine. Wo kommst du jetzt her? Was ist denn da los? Was machst du jetzt hier? Wo kommt der her? Ganz ruhig. Entschuldigen Sie mal, wo kommt denn der Mensch? Ja. Ruhig. Der stellt seit Wochen meiner Tochter nach. Was macht er jetzt mit dir? Woher kennen Sie dich denn überhaupt? Der stellt meiner Tochter nach, seit Wochen schon. Was heißt der Freund? Der Freund? Ich 16 mal gerade. Wenn ich das will, dann siehst du die nächsten zwei Jahre erstmal überhaupt nicht. Warum? Und danach reden wir ganz in Ruhe mal miteinander. Moment mal gerade, was ist das für eine Aussage? Die nächsten zwei Jahre überhaupt nicht. Wollen Sie die Tochter einsperren oder was? Ich habe selbst eine Tochter. Ich bin alt genug, wirklich. Ich kann meine Entscheidungen selber treffen. Okay? Schatz, ich will dich doch nur beschützen. Du weißt doch gar nicht, was er will von dir. Mit wem zusammen sein möchte, ist meine Sache, okay? Du hast jetzt nicht mehr da reinzureden. Es ist vorbei. Nur unter Protest akzeptiert der besorgte Vater die Entscheidung seiner 16-jährigen Tochter. Das ist allerdings nur nebensächlich. Schließlich gilt es, einen Serienbrandstifter zu überführen. Du hast ihn gesehen. Du hast ihn tatsächlich gesehen. Jetzt gib uns ganz kurz mal eine Täterbeschreibung, wie der ausgesehen hat. Und bitte nichts sagen. Ich möchte nur von dir hören. Das war so eine graue Hose, ein kariertes Hemd. Und der war blond und hatte weiße Turnschuhe an. Okay, und du würdest den aber auf ein Lichtbild, wenn man so eine Lichtbildvorlage bei dir machen würde, den würdest du sofort wiedererkennen? Auf jeden Fall. Einwandfrei. Das heißt, eine Lichtbildvorlage kennst du, es sind verschiedene Fotos, und dann musst du uns dann irgendwann tippen und sagen, der ist das gewesen. Ja. Das kriegst du hin, ja? Ja. Das würden wir ganz gerne machen, weil wir haben vielleicht den Brandstifter, eventuell. Und deine Aussage, die ist jetzt hier wirklich eklatant wichtig. Das ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, den skrupellosen Brandstifter zu überführen. So, Herr Kraus, ich hatte Ihnen ja in der Akte schon diese paar Bilder gezeigt und ich habe noch ein paar andere Bilder mit dem Kollegen zusammen im Netz gefunden. Und zwar von den Brandanschlägen aus der Vergangenheit. Also wir haben da schon einige jetzt festgehalten. Und wissen Sie, was bei uns da aufgefallen ist? Nämlich diese Bilder, die sind wirklich auch gestochen scharf. Aber an diesen Zeitungsartikeln von den Bildern haben wir auch einen Namen gefunden, der da drunter steht, nämlich der, der die gemacht hat. Können Sie sich vorstellen, vielleicht, wer das war? Keine Ahnung. Kollege vielleicht. Sag was. Viele Fotografen. Der Name hier. Sascha Kraus. Unter allen Bildern von den Brandanschlägen, die in den Medien entsprechend dann auch dann publiziert worden sind. Wenn ein Foto veröffentlicht wird, wird immer der Fotograf auch festgehalten. Hat ja seinen Grund. Ne? Sie haben das Foto gemacht, Recht am eigenen Bild, sie kriegen Kohle dafür und so. Sie wollen ja auch ein bisschen bekannter werden dadurch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so viele Sonnenuntergänge hatten, wo jedes Mal ein Wagen daneben gebrannt hat. Ja, okay. Ja, was okay? Ich hab die Autos abgefackelt. Aber wissen Sie, versetzen Sie sich doch mal bitte in meine Lage. Als Fotograf heutzutage kann man froh sein, wenn man für ein Foto überhaupt noch Geld bekommt. Die Leute wollen Spektakel, die Leute wollen was Richtiges sehen. Und ja, mir mal ganz ehrlich, diese Autos, die ich da abgefackelt habe, die sind ja wohl wirklich mehr als Kernschrott schon gewesen. Also ich habe niemanden verletzt damit, es ist nichts passiert. Also Sie wissen ja schon, also wenn Sie hier den Peter Parker machen, ne? Profitgier und irgendwelche Sachen in Brand stecken, das ist schwere Brandstiftung. Ist das. Und haben Sie sich mal darüber Gedanken gemacht, dass da vielleicht auch Personen bei verletzt werden können, sterben können?
Von den Straftaten müssen wir uns jetzt erstmal mit der Jana Bosse natürlich etwas überlegen. Also in erster Linie hat sie erstmal eine Falschaussage getätigt und hat sich dann letztendlich als Zeugin dargestellt, obwohl sie überhaupt nichts gesagt hatte. Ich muss allerdings dabei sagen, das habe ich mit dem Kollegen schon besprochen, die werden da wahrscheinlich gar nichts machen. Es gibt eine kleine Verwarnung, diesen dicken Polizeifinger und dann ist gut. Aber was unseren Herrn Krause hier betrifft, der hat natürlich einiges auf dem Kerbholz. Also es sind wahrscheinlich einige Brandanschläge ihm zuzuordnen. Das allerdings, das werden wir mit der Kripo noch mal kurz uns besprechen müssen. Und ich denke mal, die werden wir ihm zuordnen können. Wenn die Beweislast so erdrückend nachher ist, dann wird es mit Sicherheit vielleicht sogar eine Haftstrafe geben.